So, liebe Kinder, nochmal herzlich willkommen auf dem 12. MPD Kinderfest hier im schönen Stralsund. 12 Jahre in Folge haben wir natürlich weder Kosten noch Mühen gespart, um für eure Zukunft zu sorgen, weil wir sagen immer noch, die Zukunft gehört unseren Kindern, also kümmern wir uns drum. Und deshalb machen wir heute unser 12. MPD Kinderfest. Auch in diesem Jahr konnte die MPD Nordvorpommern das 12. Mal in Folge bereits unser Kinderfest erfolgreich durchführen. Trotz vorheriger Störungen, in denen die Linken den Tal kübelweise Mist hier dort in der schönen Brunnaue abgeworfen haben. Das hinderte natürlich nichts daran, dass wir unser Kinderfest durchgeführt haben. Wir möchten uns an der Stelle nochmal bei der Feuerwehr bedanken, die ohne unser Zutun sofort hierher gefahren ist und hier alles gereinigt hat, sodass wir unser Kinderfest trotz dieser Störaktion auf einem Kinderfest, das muss man nochmal betonen, dass also Linke nicht mal davor zurückschrecken, ein Kinderfest zu stören, ist ja nicht das erste Mal in Stralsund, indem sie hier Mist hin kippen und den Kindern ein schönes Fest versauen wollen sozusagen, ist es ihnen dieses halt nicht gelungen. Ja, also ich muss sagen, das war auf alle Fälle ein totaler Erfolg. Hier in der Brunnaue das 12. MPD Kinderfest. Ich möchte mich auch nochmal bei allen Spendern bedanken und auch bei unseren Landtagsabgeordneten, die auch ihre Diäten zur Verfügung gestellt haben. Weil es gab ja damals eine Diätenerhöhung und die Landtagsabgeordneten haben ja gesagt, unsere Diätenerhöhung geben wir für unser Volk, für unsere Familien und für unsere Kinder aus. Die MPD hält Wort, hat dieses getan und dadurch konnten wir halt unser Kinderfest hier in der Brunnaue in Stralsund erfolgreich durchführen. Ich wünsche mir auf alle Fälle, dass auch das nächste Kinderfest, das 13. Kinderfest im nächsten Jahr wieder ein toller Erfolg wird. Und ich möchte mich, wie gesagt, bei allen anderen Kameraden bedanken und auch bei den zahlreichen Bürgern, die trotz Hetze sich nicht davon abbringen lassen haben, mit ihren Kindern hierher zu kommen, mit ihren Kindern einen schönen Tag mit uns zu verbringen. Ich bedanke mich bei euch.